IQ Clamp Control ist ein Sollwertassistent zur Ermittlung der optimalen Schließkraft. Durch die Verwendung der optimalen Schließkraft kann die Standzeit des Werkzeugs erhöht, die Entlüftung verbessert und zusätzlich auch noch Energie gespart werden. Auf der Steuerung ist es unter Produktion zu finden. Und zwar hier. Zuerst muss hier das untere und obere Schließkraftlimit eingestellt werden. Das untere Schließkraftlimit stellt eine untere Begrenzung für die Optimierung dar und ist in einem bestimmten Wertebereich frei einstellbar. Das obere Schließkraftlimit entspricht der eingestellten Schließkraft plus 15%, ist jedoch mit der maximalen Schließkraft der Maschine begrenzt. Weiters kann ausgewählt werden, welche Aktion während der Optimierung ausgeführt werden soll. Die drei Möglichkeiten sind: Alarm, Ausschuss und Alarm, Ausschuss ohne Alarmlampe. Wenn alle Einstellungen gemacht wurden und IQ Clamp Control über den Hauptschalter aktiviert wurde, müssen zunächst die Referenzkurven bestimmt werden. Hier. Durch Aktivieren der Checkbox und Drücken des E-Move-Buttons. Bei der Bestimmung der Referenzkurven zeichnet die Maschine das Schließkraftsignal mehrerer Trockenlaufzyklen auf und speichert diese ab. Anschließend folgt die eigentliche Schließkraftoptimierung. Die empfohlene Variante ist die einmalige Optimierung. Hier wird die optimale Schließkraft einmal ermittelt und bleibt von da an unverändert. Die Optimierung startet automatisch, wenn die Auswahl getroffen und der Dialog bestätigt wurde. In der Optimierungsphase wird das Schließkraftsignal aus dem Trockenlauf mit jenem während der Produktion verglichen. Der Unterschied zwischen den beiden Signalen wird mit Hilfe der Systemsteifigkeit aus Maschine und Werkzeug in ein Werkzeugatmungssignal umgerechnet. Unter der Werkzeugatmung versteht man die teilweise Rückstellung der beim Schließkraftaufbau erfolgten Werkzeugstauchung. Diese Rückstellung entsteht durch die hohen Forminnendrücke beim Einspritzen und führt zu einer geringfügigen Zunahme der Formteildicke. Während der Optimierung reduziert IQ Clamp Control in mehreren Zyklen schrittweise die Schließkraft. Dabei wird die maximale Werkzeugatmung analysiert, um die optimale Schließkraft zu finden. Weiterführende Informationen zu den IQ-Programmen erhalten Sie in unseren Kundenschulungen. Informationen dazu finden Sie auf unserer Engel-Webseite unter Training oder kontaktieren Sie uns unter training.austria@engel.at. Wir bieten darüber hinaus auch anwendungstechnische Unterstützung bei Ihnen vor Ort an, sollten Sie diese benötigen.